Tag 3, glaube ich. Wir machen Sachen mit Sachen. Ihr habt hier eine Dumbbell. Wenn ihr keine Dumbbell habt, nehmt ihr etwas anderes. Wie gesagt, nehmt mal die Dumbbell hier. Dann habt ihr hier vielleicht eine Platte, wenn ihr lucky enough seid, um die zu Hause zu haben. Oder zu den Büchern. Stabile Bücher, Harry Potter oder so. Ist das Goblet? Thank you. Dann geht ihr mit einem Fuß drauf und steht in einer Split-Jerk-Position. Kannst schön hier schauen. Schienbein zum Boden in einem 90-Grad-Winkel. Das Bein bewegt sich so wenig möglich. Ihr nur mit dem Hingern arbeiten. Hier, Zeh im Boden. Da ist die Luft, dann probiert sie mit dem Knie. Es geht, den Boden zu berühren, wenn ihr die Mobilität nicht ganz habt. Oder wenn ich das Knie wehmacht, kurz vor dem Boden aufhören. Aber immer schön kontrolliert runter, schnell auf. Kontrolliert, schnell. 10 bis 15 Reps pro Bein. Logischerweise nehmen wir Bein wechseln. Kann sein, dass die eine Seite sehr viel schwieriger wird sein, zum Ausbalancieren, weil du nicht gewöhnt bist, so zu stehen. Und der 10 bis 15 hat sie gemacht. Dann kann sie wieder hängen halten, am Boden hocken. Schön Bein strecken. Dann probiert sie so zu haben. Dann macht sie 8 bis 12 Z-Presses, Presses, schnell rauf, langsam runter, kurz warten und rauf. Schön schauen, Ellbogen schön gestreckt oben. Bleib mal oben und schauen, dass der Dumbbell leicht in den Kopf kommt. Nicht hier ist, genau. Langsam runter und wieder zurück. Wie gesagt, 8 bis 12, Pause machen, 1 bis 2 Minuten. Im Ganzen machen wir das 4 Mal durch. Wie gesagt, 4 Mal. Das ist 4. Ach, mein, das ist 4. Okay. As usual, you're not done yet. You still have today's MedCon to do. So. Our lovely coach is going to show you what you're going to do. It's 3 rounds with 2 minutes break between the rounds. Make sure you go as hard as you can during the rounds using those 2 minutes break to recuperate. So you're going to start with your dumbbell. And we're going to be doing 40 alternating dumbbell backstep lunges. So make sure your knee touches the ground in the back, all the way down, stand up nice and straight. So 40 reps. When you've got 40 reps, you're going to move straight on to 30 sit-ups. You can use an ab mat if you want, you can use a pillow, or you can use nothing, whatever you feel like. Touch the ground behind your head, and make sure you touch in front of your feet. So what we don't want to do is touch our feet or behind our feet. Both of those are no reps. You want to make sure your hands go all the way to the front and touch the ground in the back. So when we've got 30 of those, we're move on to 20 or 15 handstand push-ups. These can be hipping. So make sure your arms are nice and straight at the top and your bum is not touching the wall. So try and get sets of at least 5. Scale as you need to, 20 to 15. Then you've got 2 minutes rest. We're gonna do the whole thing 3 times. Like I said, goal is to go as fast as you can. Use those 2 minutes to recuperate. Hashtag, you only live once, motherfuckers.